Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, an meinem Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Eine Lokparty. Tschu-tschu. Wir werden Spaß haben. Ohne Ende. Ich freue mich sehr. Ich habe ewig gebaut. Ich glaube, ich habe um mich rum ein paar 20.000 Teile liegen. Ich weiß nicht, ob ich sie alle ins Bild zerren kann. Ich frage euch mit Sicherheit auch zwischendurch nochmal, ob ihr ein Einzelvideo von irgendwas haben wollt, falls euch da was besonders interessiert. Ihr müsst nämlich wissen, ich mag Züge. Heißt noch lange nicht, dass ich irgendwas von Zügen weiß. Hat noch nie einer gesagt, ich sei die hellste Kerze am Baum. Das macht aber nichts, ich rede trotzdem. Und ich zeig's euch. Mir geht's vor allem heute darum, euch zu zeigen, was es gibt, was ich gebaut habe und was mir Spaß gemacht hat. Und vielleicht habt ihr Lust und macht einfach mit. Wir halten uns alle an den Händen. Das wird ein großes Abenteuer. Ich habe auch ein paar Boxen und so dabei. Alles, was hier steht, kommt in solchen Boxen. Das heißt, ich habe keine Abenteuer der Rückseite, vor der wir uns nicht fürchten müssen. Ich habe gar nichts. Manchmal habe ich so ein Bild. Da sind so zwei, drei Details drauf. Ich habe jetzt den Rheingold-Person wahrgenommen, den seht ihr gerade gar nicht, macht nichts. Den habe ich mit euch live bei Twitch gebaut. Das sind alles Bluebricks-Modelle hier. Bluebricks ist kein Lego. Ist aber natürlich kompatibel mit allem von Lego. Teilweise, was ihr seht, ist auch Lego. Also zum Beispiel diese Schiene hier ist Lego. Erkennt ihr eindeutig am Lego auf der Noppe. Hier ist keine Lego auf der Noppe. Erzähle ich euch auch gleich. Ist sehr technisch, aber wir schaffen das. Das ist alles Bluebricks, es ist alles kompatibel mit Lego. Ihr könnt das, falls ihr eine Lego-Eisenbahnanlage habt, miteinander verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch... Warum hängt die BR1 hier so komisch? Ah, okay, das ist ein leichter Anstieg. Ich habe manches auf Platten hochgesetzt, damit der Bahnhof auf gleichem Level ist. Manches läuft direkt auf meinem Tisch. Dazu habe ich einen leicht welligen Tisch, ihr kennt das Thema. Dazu komme ich auch noch. Ich habe euch verschiedene... Kurvenradien mitgebracht, rede ich auch noch drüber. Ganz viele Loks, das ist der Bahnhof, über den habe ich schon ein Video gemacht. Ich habe aber auch, nur um euch zu zeigen, dass das da ist, dazu mache ich noch ein Video, da werde ich ja möglicherweise eine kleine Community-Umfrage starten, aber welchen Zug ich motorisieren soll. Das ist bei denen, ich verlinke euch die Sachen unten drunter, ihr kennt mich ja, ich verlinke euch die Sachen drunter, braucht keine Angst haben, dass ihr nicht wisst, was das ist. Das hier zum Beispiel ist der RC-Empfänger, 2,4 GHz mit Akku, wird per USB geladen, ist hier dabei. In so einer kleinen Kiste auch das Ladekabel. Hier drüben zum Beispiel haben wir dazu dann die Fernbedienung. Und so Gewürstel, damit man besser drehen kann an den Knöpfen. Das gibt's auch. Das heißt, ihr könnt alles, was ihr hier seht, prinzipiell motorisieren. Auch von denen. Ihr könnt aber einfach eure Lego-Sachen nehmen, die ihr habt, falls ihr da was habt. Falls ihr noch zu den glücklichen Frühgeborenen gehört, die noch ein stromführendes Schienensystem zu Hause haben, mit Weichen und Signalen, die man schalten kann. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, das war die gute Zeit bei der Lego-Eisenbahn. Dann seid ihr sowieso glücklich und lacht über sowas. Aber für die, die das nicht haben, und es ist wahnsinnig teuer, das nachzukaufen, habe ich das. Das hier ist der Motor, den man separat kaufen kann und das hier sind nochmal LEDs, die man kaufen kann. Ich mache nochmal ein separates Video und zeige euch das, wie das zusammengebaut wird und dann tschu-tschu, wie es fährt und so, die ganze Geschichte. Aber ich wollte nur sagen, dass es das gibt, weil ein sehr häufiger Kommentar und eine Frage, wenn ich ein Video mit Zügen gepostet habe, ist, kann man das auch motorisieren? Ja, kann man. Müsst ihr natürlich machen, man kann die nicht als motorisierte Version kaufen, sondern ihr nehmt dann das und setzt es rein. Oder, wie gesagt, das allercoolste, stromführende Schiene und man setzt einfach von unten den Motor dran und das war's. Dann braucht man ja keinen Akku in der Lok oder so. Bestes System aller Zeiten. Und da gab es noch Kreuzungen damals, erinnert ihr euch? Kreuzungen! Wie gesagt, das ist lang her, der Vater erklärt wieder was vom Krieg. Kurvenradien, weil ich es angesprochen habe, ich vergesse es sonst später, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ihr kennt, das ist die Standard-Lego-Kurve. Die gibt's. Ich verlinke euch das Set, weil es so gut ist. Lest mal die Bewertung auf der Lego-Seite durch. Diese Kurve gibt es nur mit 7 weiteren Freunden in einer Box zu kaufen, mit noch ein paar Geraden reingeschmissen und ein paar Flex-Tracks. Für 18 Euro oder so. Das ist das Einzige, was Lego anbietet als Erweiterung
fürs Gleissystem. Man kann auch noch Weichen bei Lego kaufen, immer im Pärchen. Als Erweiterung dann für die eine Weiche, die in dem Güterzug steckt, 60198. Blöder geht nimmer, ne? Aber macht ja nichts. Hier kommt jetzt was Besseres. Also das ist die Standard-Lego-Variante. Jetzt haben wir ein Thema, wenn man hier außenrum bauen möchte. Das geht natürlich nicht. Man kann ja nicht einfach von Lego das außenrum bauen. Man braucht ja, der Radius muss ja weiter werden. Geht nicht. Kam jetzt Blue Bricks auf die schöne Idee, dieses Ding hier noch auf den Markt zu bringen. Die ist länger, wie ihr seht. Das ist. Diese Box nennt sich. Falsch. Diese Box nennt sich R56. 16 Stück ergeben einen Kreis für 27 Euro. Onkel, das ist teuer? Richtig, günstig ist es nicht. Will ich auch gar nicht anfangen zu argumentieren. Die Dinger kriegst du hinterhergeworfen bei Bricklink. Hinterhergeworfen. Die Geraden sind teuer. Die Kurven kosten gar nichts. Aber das kann man jetzt genau hier außen dran legen. Das ist der Trick. Hat Lego nicht geschafft, in 60 Jahren auf den Markt zu bringen. So, einmal außenrum. Es gab schon mal schöne Sachen, als man die noch gebaut hat. Aber ist, wie gesagt, aktuell nicht am Markt. So, außenrum. Jetzt kann man die zweite Spur da super drumherum legen. Für alle die, die auch sagen, sie wollen von Bluebricks keine Züge, Loks kaufen und so, kein Bock drauf, nur Legosteine auf meine Station. So, ja, macht, was ihr wollt. Wenn ihr Spaß habt, ist das super für mich. Aber das hier würde ich mir dann mal gut überlegen. Ja, damit kann man sehr, sehr gut außenrum basteln. Nächster Spaß ist dann diese kleine hier. Gibt es auch in einem Paket. 35 Euro für 32 Stück. Ergeben auch einen Kreis. Immer die Menge ist immer für einen Kreis. Und die passt dann hier außen dran. Und dann habt ihr die drei Freunde. Ich bin zu doof, das nebeneinander zu halten. Das scheint sehr technisch zu sein. Habt ihr nebeneinander. Und könnt da fahren. 72 Knoppenradius, 56 Knoppenradius. Und ihr kommt drumherum. Sehr schönes System. Ich schaue mir auch mal diese neuen, also alternativen Metallschienen an, die es im Markt gibt. Da gucke ich auch mal rein und schaue mal, was man da für Abenteuer erleben kann. Ich habe keine alten 9 Volt und 12 Volt Motoren mehr, aber trotzdem Schienensystem kann ich mir anschauen. Das ist ja kein Problem. Ich kann mir auch schnell was leihen, das passt schon. Jetzt das einmal drumherum. Motorisierungsthema abgeschlossen, Gleisthema abgeschlossen. Da kann ich mein eigenes Video dazu machen, dann können wir uns das alles anschauen. Aber ich wollte es erwähnt haben, damit wir hier alle zusammen auf dem gleichen Stand sind. Wie gesagt, mein Wissensstand ist niedrig, aber zumindest den möchte ich teilen. Jetzt habe ich ganz viele Sachen gebaut. Ganz viele Sachen. Ich hab euch eben die Box gezeigt. Sekunde, das ist der hier. Der war jetzt gar nicht im Bild, der ist nicht geplant. Das ist einfach so ein netter Waggon. Ja, sieht gut aus, ist ein hübsches Ding. Alles in Ordnung, kann man einfach hinsetzen. Es ist ja immer cool, wenn der Zug möglichst viele Waggons hat. Ja, das, ich glaube, da sind wir alle beieinander. Ja, ist richtig cool. Man muss halt schauen, dass das Ding noch fährt. Das ist ein großes Problem. Ich habe euch ja hier. Der steht da. Den seht ihr schlecht. Wartet. Ich habe hier glücklicherweise noch einen stehen. Ja, ich habe euch ja den hier gezeigt. Da habe ich ein eigenes Video gemacht. Der steht da jetzt nur dekorativ noch dabei. Der hat ja noch vier Waggons plus dann noch den zweiten Triebwagen dabei. Das ist ein absurd schwerer, langer Zug. 3.500 Teile, über 2 Meter Gesamtlänge. Weltklasse-Set, wie gesagt, Videos gemacht dazu. Wunderbar, aber da ist natürlich mit der Motorisierung so ein Thema. Das Ding zum Fahren zu kriegen, ist eine Ansage. So, fort damit. Deswegen, so cool es ist, möglichst viele Waggons an was ranzubringen, es sollte natürlich irgendwie noch halbwegs sinnvoll sein. Fangen wir doch mal an, oder? Das ist der Bahnhof. Den kennt ihr. Eigenes Video dazu gemacht. Ich hatte damals nur noch nicht den richtigen Zug, um dazu zu stellen. Nur, damit ihr schon mal wisst, ja, aber wir hatten doch, ich habe ja noch mehr Zugvideos gemacht, Obacht. Ich habe euch ja die Big Boy gezeigt. Oh, das ist ja eigentlich der Boy, aber irgendwie die Lok. Also ich bin mir. Und das ist dazu die Hälfte vom großen Lokschuppen von Blue Bricks. Habe ich euch auch in einem eigenen Video gezeigt. Ich finde, das Ding steht bei mir hier zusammen so im Studio. Ich gucke es an und jedes Mal, wenn ich es angucke, denke ich mir, wie sensationell sieht das eigentlich aus. Ich finde, das ist ein wunderschönes Ensemble. Nicht wahr? Richtig. Also, das ist aber heute auch nicht Thema des Videos. Das sind alles Sachen, die ihr schon kennt. Aber jetzt nochmal, wie gesagt, damit wir auf Level kommen. Ich habe viele kleine Loks gebaut. Die bewegen sich so, die Einzelelemente zwischen 400 und 600 Teilen, so hin und her. Und haben wir jetzt mal hier tut, tut. Kommt die da angefallen? Ist sie nicht putzig? Wartet. Richtige Box nehmen. Da. Das ist die V60.
eine kleine Box, da seht ihr es, das ist die V60, 400 Teile, 25 Euro. Das ist, würde ich sagen, praktisch die teuerste, was jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Ich finde sie aber sehr putzig. Die gefällt mir. Die ist so klein und schnuckelig. Ich fahre sie jetzt alle mal aus dem Bild nacheinander, damit wir uns die anderen angucken können. Aber ich wollte euch eine Idee geben, wie ihr einfach so einsteigen könnt. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde von verschiedenen Herstellern. Dass man einfach so kleine Loks kaufen kann. Einfach verschiedene. Wir hatten noch hunderte Loks auf der Welt. Kann man einfach so ein kleines Set, das ist auch ein Mitbringsel. 25 Euro Größe, da muss man nicht gleich immer ein ganzes Set kaufen. Mit Motorisierung, mit Schienen, mit sonst irgendwas dabei. Nein, man möchte eine Lok. Eine einfache, kleine Lok. Das ist eine einfache, kleine Lok. Und die gefällt mir. Generelles Thema kann ich immer mal ansprechen. Es wird mir auch zwei, drei Mal passieren, dann werde ich rumfluchen. Geht um die Achsen. Die Achsen an sich laufen super. Sowohl die Technikachsen als auch die Metallachsen für die Räder. Die laufen super. Aber wir haben verschiedene Bautechniken dabei. Manchmal ist das hier so abgesichert, dann geht das super. Hier vorne, die da ist sehr lose, das weiß ich. Und auch hier, glaube ich, diese hier. Die haben hier keine Absicherung mehr. Das heißt, man kann die einfach zur Seite abziehen. Und das finde ich doof. Das passiert einfach mal zwischendurch. Beim, wie heißt es, Aufgleisen? Angleisen? Aufgleisen, glaube ich, da geht es mal und dann fällt da so ein Rad ab und das nervt mich. Das nervt mich tierisch. Die sitzen auch teilweise, sind das, weiß ich nicht, 6er Achsen und es hätte aber halt eine 7er sein müssen, damit man auch mal ein bisschen links und rechts noch Spiel hat, damit man die richtig draufstecken kann. Die schließen bündig ab und bündig ist halt auf Kante. Und wenn dann nicht nochmal so eine Begrenzung drumherum kommt, die Räder dort hält, wo sie bleiben sollen, dann ist das eine wackelige Angelegenheit. Und ihr wisst, Blue Bricks hat nicht 100%ige Klemmkraft, vor allem auf den Achsen, und dann fällt das Ding runter. Und ich finde, das ist ein unnötiges Risiko. Dann hätte ich lieber die Achse ein bisschen länger. Das mal so als Anregung, aber vielleicht sagt ihr, oh Gott, auf keinen Fall, das darf niemals rausgucken, das sieht nicht gut aus. Mich würde es nicht stören und ich hätte mehr Sicherheit. Ganz kurz einmal für euch, ich gehe mal so ein bisschen durch die Loks durch. Ich zeige es euch mal kurz, vielleicht habt ihr Lust drauf, das ist die Lok-Party. Falls ihr nochmal sagt, das ist die beste Lok aller Zeiten, die braucht ein eigenes Video, machen wir nochmal ein eigenes. Aber heute ist Party, ja? Man redet mit jedem ein bisschen. So, ihr kennt es doch noch von früher. So, da haben wir. Die ist so 20 cm, würde ich so sagen, mit hier noch ein bisschen Magnetzeug dran. Das sind natürlich Magneten, klar, vorne und hinten, richtig. Jetzt gucke ich mal, also wenn ich das die Schiene mitmesse, sind wir so bei 11 cm. Wenn ich da so drauf gehe, würde ich sagen, sind wir so bei 10 und ein bisschen. Von der Breite her, da rede ich auch noch drüber, 6 oder 8 Noppen. Auch ein wichtiges Gesamtthema. So, jetzt gucken wir, Max schnappt. Schaut mal her. Ist die nicht putzig? Die Scheiben sind gut, sind noch nicht zerkratzt, die Fliesen sind gut. Ich mag das Dunkelrot, das sieht cool aus. Das hier ist nur Deko hier, ja? Kann man einfach abnehmen. Das guckt, das sitzt hier oben einfach nur dran. Das war's. Kann man einfach abnehmen. Hier ist auch ein bisschen Deko. Und diese Räder, seht ihr, die sind nicht abgesichert. Die Achse ist da einfach durchgesteckt. Die ist jetzt zum Glück ein bisschen länger und deswegen bleibt es da ohne Probleme drauf. Aber wie findet ihr die Lok? Die ist doch putzig. So, ich nehme jetzt schon, während ich dran arbeite. Ach ja, könnte ich auch nochmal sagen. Das sind prinzipiell, ich habe hier zum Glück auch noch ein paar Schienen hingelegt, da kann ich auch noch was wegfahren. Alles, was ich hier euch zeige, sind Lokomotiven und Waggons, die nicht zum Bespielen gedacht sind. Mit Sicherheit gibt es Kinder, die können damit toll spielen, die haben auch wahnsinnigen Spaß, aber sie sind nicht so konstruiert, dass alles sicher ist, wenn man es egal wo anpackt, dass es am Stück bleibt und leicht zu reparieren ist. Auf keinen Fall. Also gebt da bitte Acht. Auch beim Konstruieren, ich habe hier bei der Henschel hatte ich richtig Gaudi. Das war belastend. Und das ist für Kinder nichts. Also, wie gesagt. Ich sage es jetzt mal so als generelle Aussage, nicht, dass jemand kommt und sagt, ich habe es mit dem Kind gekauft und das ist voll traurig. Ihr kennt eure Kinder besser. Wenn ihr glaubt, die kriegen das trotzdem hin, obwohl es nicht für Kinder ist, wunderbar. Aber dafür ist nicht gedacht. Man baut die auf, auch vorsichtig teilweise, und setzt sie dann auf die Schiene. Und dann fährt die oder steht da oder so. Aber die wird nicht die ganze Zeit hin und her gewuchtet. Dafür ist es wirklich nicht da. Einfach, wenn man das glaubt, dann ist nein, definitiv nicht. Das sei vorab gesagt. Ich mag die kleine V60. Die macht mir Spaß. Die macht mir wirklich Spaß. Genauso auch die hier, kleine blaue Lokomotive E70. 440 Teile, 25 Euro. Heps,
Da habt ihr nochmal kurz das schöne Bild dazu. Das sind die neueren Blue Bricks Verpackungen. Die haben auch ein kleines Foto drauf, damit man sich ein bisschen orientieren kann, was so los ist. Ich bin einfach tatsächlich auf die Webseite gegangen und habe einmal von oben bis unten alle lieferbaren Loks genommen und habe sie mir zuschicken lassen. Das ist der große Plan gewesen. Ob jetzt alle, die ich euch gerade zeige, lieferbar sind, in dem Moment, wenn ihr das Video anschaut, kann ich natürlich nicht versprechen. Nach so einem Video ist die Verfügbarkeit auch immer ein bisschen schwächer. Ah, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass Blue Bricks in Massenzeug nachbekommt. Und ich werde immer weitere Lok-Videos machen und Zug-Videos und S-Bahn-Videos, weil ich einfach Spaß dran habe. Da wird noch einiges kommen. So, kurz mal diesen Steuerwagen weggestellt. Wir haben... Und die fährt so. Jetzt haben wir hier auch die Weiche. Komm mal, Grasche. Ist doch super. Ich finde, die sieht klasse aus. Bauzeit war für mich genau eine Folge Mentalist. Da stand das Ding. Total gut. Und, also... Für die, die Mentalist nicht kennen, 40 Minuten. Gucken wir uns das mal an. Wie kann es sein, dass ihr die Mentalist nicht kennt? Anschauen. 27, 28 cm in der Länge, je nachdem, wie viel Magnetzeug ihr mitzieht. Jetzt mal hier, das sind so 5, 6 cm. Immer kommt ein bisschen darauf an, wie viel Schnorchel da noch an der Lok dran ist. 12. Je nachdem, vielleicht 11 bisschen. Kommt ja auch darauf an, wie man die hier oben setzt. Das zum Beispiel hier mit diesen Druidenarmen. Ah, das ist natürlich eine Konstruktion aus der Hölle. Ah, sieht gut aus, wenn es fertig ist. Ja, ist ja keine Frage. Dunkelblau sieht klasse aus. Hier vorne, das ist jeweils aus Slopes und Brick Modified gebaut. Das kann man eigentlich relativ simpel abnehmen. Guck mal, man kriegt das hier. So, genau, das sind einfach so massive Blöcke, die man da baut. Die setzt man hier vorne dran und dann, ach, kaputt gemacht, mit, hier sind auch dann Noppen an der Seite drin bei den Bricks. Kann man das hier wieder draufsetzen, wenn man sich jetzt nicht so dumm anstellt wie ich. So. Was habe ich hier vorne eben kaputt gemacht? Achso, nee, hier sind auch wieder Druidenarme. Diese ganze Deko hier läuft über kleine Ärmchen, die da so sitzen. Das ist nichts zum wild in die Hand nehmen und damit herumfuhrwerken. Das ist zu filigran dafür. Das hier ist immer das gleiche Konzept. Und hier wäre halt natürlich die Sache, nimmt man ab. Es sind überall schwarze Bogieplates dabei. Nicht diese komischen gelben oder irgend so ein Käse. Es sind nicht immer rote, grüne, was auch immer. Es sind schwarze. Damit sieht es sofort gut aus. Und hier ist natürlich kein Problem, weil hier sind die Räder ja auch gesichert. Ja? Die können auch nicht abfallen, da kann gar nichts passieren. Fokus auf mich, gell? Bloß nicht auf das, was ich nach vorne halte. Ja, wozu auch? Es wäre zu einfach. Lokparty. Ja, also, gefällt mir alles sehr gut. Funktioniert prima. Ich hatte tatsächlich, ich habe alles gebaut. Also das sind, wie gesagt, 20.000 Teile stehen hier um mich rum mit den Häusern. Es war überall alles dabei, bis auf diese Lok hier. Die hat ein Thema gehabt. Zeige ich euch. Ich hoffe, ich denke dran. Das war so ein kleiner Clip. Der war im glänzenden Silber statt im Flat Silver drin. Ja. Und ich habe einen Sack Teile über von allen zusammen, natürlich, klar. Aber da hat ein Teil gefehlt. Und bei einem Waggon war an der Seite ein Teil, das hat einen Angusfehler. Aber da ist eine Platte drüber, dann sieht man es nicht. Aber trotzdem, das Teil dahinter ist kaputt. Aber ansonsten bin ich durchgekommen, ohne dass ich Schwierigkeiten hatte. So, wo bringe ich dich jetzt wieder an? Das ist für mich immer die größte Herausforderung, rauszukriegen, wo ich das andocken soll. War das hier? Nee. Da ist falsch. Hier? Da ist gut. So. Und da sitzen wir dann. Ich finde, die sieht... Ich finde wirklich, die sieht gut aus. Schöne Teile. Da ist ein Anguspunkt. Den da. Das Ding hätte ich drehen sollen, damit es nach innen zeigt. Sehr aufregend finde ich hier das Element hier in der Mitte. Schaut mal. Kommt da Licht drauf? Seht ihr, dass das geriffelt ist? Das ist ein Brick Modified 1x1 mit links und rechts einer Noppe drin und der ist vorne geriffelt. Hier ist er auch nochmal vorne verbaut. Ein geriffelter Einer. Seht ihr links und rechts die Noppen rausgucken? Abgefahrenes Teil, oder? Ich fand's sehr fancy. Die meisten Loks haben drinnen auch genug Platz. Da ist dann immer so ein aus 2x4 Steinen so ein Block gebaut. Der ist genau in der Größe. Da hat einer mitgedacht, dass man... das Ding darin versenken kann. Das sind ja 4x8, das sind also genau 4 2x4 Bricks, auch in der Höhe. Und so ein Block passt dann hier eigentlich immer dazwischen. Und damit habt ihr euren Saft da drin, Motor drunter gehängt und die Party geht los. Das ist die Idee hinter der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, das machen wir dann mal gemeinsam in dem Video, je nachdem, was ihr sagt, hier die Lok und so motorisieren, ab dafür. Und dann klappt das. Ja, super. Die hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe noch nicht die Krokodil gebaut, die braune. Die steht auch noch auf der... Ich konnte noch nicht alle bauen, auch weil sie nicht alle lieferbar waren. Ist auch so ein Thema. Und manche, die ich jetzt gebaut habe, sind jetzt gerade nicht mehr lieferbar.
Es ist halt immer eine Momentaufnahme natürlich. Deswegen verzeiht, wenn ihr jetzt sagt, das ist die coolste und vielleicht ist die jetzt gerade nicht da. So, die packe ich mal kurz aus dem Weg. Und dann gucken wir mal weiter. Geh mal in die Handschuhe ran, warte mal noch kurz. Ich habe hier, das hier ist zum Beispiel so eine Lok hier. Gut, jetzt seht ihr hier meinen Tisch, der macht hier so eine schöne Kuppe, genau an der Stelle. Gut, es läuft auch hier, das seht ihr, das ist auch nicht optimal, aber egal, sie fällt. Das ist die BR01, wenn mich alles täuscht. Wo ist die Kiste? Halt, ist sie nicht. BR01, hier drüben ist es. Das ist die 102525. Noch eine ältere Box ohne Aufkleber dazu. BR01. Die ist klasse. Die ist klasse. Bekomme ich sehr selten, sehr oft ausverkauft. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das nicht da hätte. Ne, das ist richtig rum, oder? Ich glaube, es war richtig rum. Hier seht ihr zum Beispiel auch, diese Räder sind abgesichert. Die haben hier diese Verbindung nochmal drüber. Das Rad sitzt absolut perfekt. Das hier vorne ist wieder im Risiko unterwegs. Es ist eine Deko-Entscheidung. Das sehe ich auch ein, weiß ich auch. Ich bin aber nicht der Hardcore-Eisenbahner, deswegen ist mir die Deko an der Stelle egal. Ich möchte, dass das Ding sicher sitzt. Das ist halt immer was, bei dem man so ein bisschen hin und her entscheiden muss, was für einen selbst da in dem Moment wichtiger ist. Die Konstruktion hier drunter ist sowieso vogelwild. Zeige ich euch auch gleich. Zwischendurch stärke ich mich. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Stimmt. Was soll ich sagen? Schon wieder nachgeprüft. Wir sind bei der BR01. Also mit Pufferzeug, 53 cm. Mächtiges Teil. Und hier mit bisschen Schiene dazu wieder so 10, 11 Breite, wieder 5, 6. Ihr kennt das Thema. Die ist für mich sehr klassisch. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich ist. Für mich wirkt sie zumindest so. Hier wäre es jetzt so, dass hier hinten der Akkublock reinpassen kann. Das ist auch vorbereitet hier unten drunter dafür. Da sind auch diese massiven Blöcke gesetzt. So, wir können das mal gerade lösen. Fahren wir mal kurz weg. So, das ist es. Und hier kann man dann einfach die abnehmen. Und hier ist auch das Loch, dass ihr da das Kabel hochführen könnt vom Motor zum Akkublock. Und das ist natürlich hier ein sehr stabiles Ding. Hier oben ist so ein bisschen was angedeutet, dass es irgendwie nach nett Kohlezeug aussieht. Drumherum. Wir haben hier auch gegenüber der Big Boy keine Farbprobleme beim Schwarz. Ja, das ist ein bisschen matt hier vielleicht, wie es spiegelt, weil das ja auch Slopes sind, die spiegeln ja anders. Aber da hatte ich wesentlich weniger Schwierigkeiten, was das angeht. Rot ist sehr satt getroffen. Sieht gut aus, funktioniert gut. Magnete dran natürlich, wie die 1. Wir haben auch immer diese kleinen Gummiringe um die Räderchen drumherum. Und es fährt schön. Macht mir viel Gaudi. So, und jetzt guckt euch mal das an. Ich sag's euch. Vogelbild. Ich nehme es auseinander. Ich werde es im Video jetzt nicht gleich wieder zusammenbauen, weil ich glaube, da fuddel ich dann rum, dann klappt es nicht und so. Das ist alles ein bisschen misslich. Fährt super hier. Das hier klappt echt klasse. Das hier vorne klappt nicht wahnsinnig gut. Das schwebt gerne hier ein bisschen. Wenn es nicht 100% Plan ist, was ich hier an Strecke habe, ist es sehr häufig so, dass das vordere Rad hier schwebt. Und das geht mir auf den Keks. Ich glaube, man muss hier unten bei dieser Kupplung, hier unten drunter, muss man den perfekten Punkt treffen, dass das genau im Wasser ist, dass das hier sauber aufliegt. Irgendwas mache ich da nicht besonders gut. Ich zeige euch aber mal das Konzept, wie das miteinander verbaut ist. Dann versteht ihr vielleicht, warum ich damit ein Problem habe. Das Ding ist natürlich, wenn man das hochhebt, das ist alles beweglich hier drunter. Da, ha, 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 Rad unten. So ist es. Passt auf. Ich nehme das mal ab. So, das hier ist super. Das ist ein Block. Da passiert gar nichts. Das Ding ist absolute Weltklasse. Ja, ist schön zu bauen, macht Spaß, sieht gut aus. Ich brauche nicht drüber reden, dass bei keinem Set hier irgendwelche dusseligen Farben verbaut sind. Ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Ja, keine Schwierigkeit. Das kann, bis auf vielleicht ein paar Stangen und Deko-Geraffel, das kann ein Kind ohne Probleme bauen. So, mal ein bisschen aus dem Weg. Aber jetzt das hier. Ja, jetzt nehme ich mal das hier noch. So, die sind miteinander auch noch verbunden. Sowas hier zu bauen ist ja okay. Und das hält auch schön. Das ist stabil miteinander. Das ist hier über diese Liftarme und die halben Pins oder Dreiviertel Pins miteinander verbunden. Bogeyplate drauf, okay. Und dann ist hier dieser kleine Haken. Und dieser kleine Haken kommt dann hier in diesen Technik-Liftarm, der wiederum hier oben angeschlossen ist. Und das ist dann hier rangekoppelt. Und hier ist wieder so eine Achse, seht ihr? Und die guckt halt nur so ein Stückchen raus. Und da wird dieses Rädchen draufgesetzt.
Und das hält auch, aber halt nur beim Angucken. Und wenn es hier drauf ist, hält es natürlich auch. Und so fährt es auch wie die 1. Also das Ding an sich fährt. Und alle Räderchen drehen sich und alles ist gut. Das Ding an sich fährt auch gut. Ja, ja gut. Der Grobmotoriker wieder am Start. So, fährt auch schön. Wenn man das dann miteinander ankoppelt, muss man halt genau den richtigen Punkt treffen, wie weit dieser Haken von dieser Plate Modified hier in diesen Pin rein soll, damit es dann noch gut sitzt. So, und wenn ihr das dann austariert habt, dass das genau passt, danach setzt ihr das große Ding hier oben drauf und dann ist alles gut. Ich habe das irgendwie rumgedreht gemacht und gefuddelt und es hielt und ich konnte es an- aufgleisen und alles war gut, aber danach... Habt ihr ja gesehen, dass das ergebnismäßig ist. Aber an sich ist das auch stabil jeweils, kein Problem. So, ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht, warum das für Kinder vielleicht nicht ein Einstiegsmodell ist, oder? Genau, so hier das gleiche Thema in grün. Hier haben wir nur das Glück, dass hier nur eine Achse ist, deswegen geht es leichter. Hier ist auch dieses System da dazwischen, seht ihr? Gleiche Geschichte. Und funktioniert gut, sieht schön aus, alles in Ordnung, aber... Halt auf dem Gleis gut, ansonsten mäßig. Und dafür, dass man überlegt, dass so eine Lok irgendwie, keine Ahnung, 1000 Tonnen wiegt, ist es schon sehr filigran. Wiegt nicht 1000 Tonnen, ich sage irgendeine Zahl, weil ich keine bessere weiß. Genau, also ich werde das jetzt auch nicht nochmal zusammenbauen, das ist, da ist die gute Laune weg. Das machen wir nicht, oder? Richtig. So, das hier war sein Freund dazu und das können wir doch mal bisschen weg. Wir brauchen nur noch mehr Platz. So, die kleine Lok, pass mal auf, die packen wir auch noch ein bisschen weg. So, wen haben wir denn jetzt? Schaut mal. Oh, gleich kaputt gemacht hier. Da haben wir doch auch noch wen. Tschu-tschu! BR120. Das ist jene für 30 Euro 600 Teile. Eine der größeren. Ja, schick. Was Elektrisches, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ich, wenn ich hier solche... was habe ich denn da gemacht? Warum ist das so schief? Habe ich das kaputt gemacht? Läuft. Wir sind bei 29 Zentimetern, vielleicht knapp 30 wieder, 11 und irgendwie 5 Apps und so. Und ihr kriegt das alles hin. Viel Platz drin, natürlich, um Akku unterzubringen. Wir haben hier drunter auch, seht ihr gleich... So Klappen, die man hochklappen kann unter den Stromabnehmern. Heißt die überhaupt so? Ich weiß es nicht. Die kann man abnehmen und dann seht ihr hier die Klappe. Kann man aufklappen, kann man auch mit dem dicken Finger reindrücken, wenn da unten drunter der Strom sein soll, die Akkubox oder irgend sowas. Ansonsten mag ich, Ten Rot ist natürlich eine schöne Kombination. Hier an der Seite, das sind keine Fenster, das sind einfach nur Trans Black Fliesen. Die sind aber nicht zum Durchgucken, das ist einfach nur drauf gefliest. Das Ding ist eine ziemliche eckige Angelegenheit. Das ist mehr so der Volvo unter den Loks, würde ich sagen. Mit lustigen Flat Silver Ringen hier nochmal drauf als Deko. Sehr stabil, was die Konstruktion hier angeht, diese hier, weil das hier drumherum gesetzt ist. Dieses Element, kennt ihr ja, ganz klassisches Zugelement. Kann ich das hier eigentlich auch sauber abnehmen? Oder sitzt das irgendwo fest? Sitzt das irgendwo fest? Nö, sitzt nicht fest, kann ich euch sehr gut zeigen. Das ist dieses Element. Das hilft enorm. Und so wären die Räder auch wieder frei und könnten abfallen in irgendeiner Form. Wenn das drauf sitzt, ist da so ein schöner Haken drumherum und damit bleibt alles hundertprozentig sicher. Ist eine großartige Konstruktion. Wenn ihr sowas bei einer Lok seht, braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken mehr machen. Alles funktioniert wie die 1. Ja. Schön. Und das auf beiden Seiten, macht man sich überhaupt keine Gedanken. Natürlich ist Lokbau immer mal ein wenig beinahe gut. Hauptsächlich schlecht. Ist natürlich eine Wiederholungsarbeit dabei. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Logisch ist das Ding gespiegelt exakt gleich. Aber trotzdem, finde ich, sieht es gut aus. Man kann was ranbatschen und ab geht die Party, oder? Und ich meine, ist doch ein Träumchen. Es gibt, glaube ich, da auch so eine Hilfe, dass man besser das Huhn aufs Eis bekommt. Aber das macht schon mal Spaß. Und schaut mal, wo wir gerade beim moderneren Thema sind. Haben wir auch sowas hier. Kann auch aufs Gleis. Zack. Steuerwagen, wartet. Regional Express DB Steuerwagen, 28 Euro, 560 Teile. Dazu auch gleich der Sicherheitshinweis. Ich baue gerade an der S-Bahn. Uiuiui. Das ist jene. Dazu gibt es auch nochmal ein Video. 1500 Teile, 70 Euro. Und ich finde, die passen gut zusammen und werden Freunde.
Zumindest werde ich es wahrscheinlich in einem Video mal aneinander koppeln, warum eigentlich nicht. Der ist sehr nett. Der gefällt mir eigentlich gut. Da finde ich auch, das ist ein bisschen schöner hier vorne getroffen als eben noch bei der Bahn, bei der Lok. Auch hier das gleiche System mit diesen Kanten da drumherum, kann nichts schief gehen. Hier sind sowieso diese Metallräderchen drin, das seht ihr ja. Hier sind es Achsen, hier sind es Metalldinge, da kann gar nichts schief gehen. Und sehr stabil, sehr stabil. Das hier wäre schon wieder etwas, könnte man koppeln an die 7937 zum Beispiel, der alte Regionalexpress von Lego. Da würde das dazu passen. Die 60051 war ja dann der ICE, der ist ja dann weiß gehalten, aber trotzdem, ich glaube, das könnte da dazu passen. Das ist auch Kinderspiel geeignet, prinzipiell. Weil es ein Thema ist, was ich immer wieder anspreche und ihr natürlich auch die ganze Zeit, Türen. Mir fehlen bei allen Zügen die Türen. Die klassischen Lego-Zugtüren. Ich habe gleich noch einen, der hat sie drin, aber der ist an einem anderen Maßstab. Mir fehlen überall Türen. Ich weiß, das hier sind sie theoretisch, ich würde sie gerne aufmachen können, sie sind nirgendwo dabei. Das ist ein Dauermangel, über den müssen wir sowieso mal in der ruhigen Minute reden. Ich verstehe das nicht, diese Diskriminierung von Türen bei uns in der Gesellschaft mittlerweile und Türinnen, das finde ich nicht in Ordnung. Aber wir müssen damit leben. Also, das ist es auf jeden Fall. Finde ich, das ist ein massives Ding. Das geht. Ich habe euch die Box gezeigt, gell? Ich weiß nicht mal, wo sie hin ist. Regionalexpress, da unten ist er. 560 Teile, gescheite Teile, gute Fenster. Die Fenster kann man auch alle aufmachen, aber man muss von innen dagegen drücken. Jetzt sagt mal, was fehlt, damit man von innen gegen drücken kann? Die Tür. Und dann ist das aber eigentlich gut. Gut gebaut, sieht gut aus, kann ich mir super in der Stadt vorstellen. Das andere ist ja mehr so auch mal Modellbau und so. Das sowas kann ich mir in der normalen Stadt vorstellen. Sieht gut aus. Können wir machen. Und da habe ich auch bei der S-Bahn einige Hoffnung, dass die ähnlich putzig wird. So, jetzt warte mal, jetzt könnte ich was sehr Technisches versuchen. Schaffe ich das? Achso, hier nochmal kurz für euch, weil er hier so steht. Ich nehme jetzt, guck mal her, und wieder ran. Ist der Pin ein bisschen kaputt. Fix bei sowas ist grundsätzlich, alte Pins werden irgendwann mal auch weich, wenn man das zu oft macht. Nehmt ein bisschen auseinander. Kann man manchmal mit dem Fingernagel sogar machen, ansonsten mit einem kleinen Schraubenzieher ein bisschen auseinander, damit er wieder ein bisschen mehr Grip hat und dann sitzt er wieder. Habe ich euch gezeigt, das ist der Freund von dem, den wir am Anfang hatten. So, muss ich mal später mit Schraubenzieher ran und daran arbeiten. Jetzt haben wir was Wildes. Zeige ich euch erst das Wilde? Ich zeige euch erst das Wilde. Ich komme auf die Idee, den Kollegen hier zu bauen. Henschel. Diese Lok ist die lebende Pest. Ich meine, sie sieht cool aus, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich war zu doof. Ich habe es zweimal versucht, sie zu bauen. Das hat nicht gut funktioniert für mich. Vielleicht nehme ich die auch zum Motorisieren. Wenn ihr Lust habt, dann kann ich sie auch nochmal auseinandernehmen und nochmal mir angucken. Dann kann ich mit euch auch mal das Innere dieser Lok besprechen. Die hat hochinteressante Bautechniken drin, um hier dieses Gefälle reinzubringen. Das ist nicht da aus Spaß irgendwie drin. Das ist fest gebaut. Genau wie das hier oben, genau wie das hier unten. Das sieht alles sehr cool aus. Aber für mich stimmt die Höhe hier nicht, die Kante. Die ist da laut Anleitung nicht. Ich habe es nicht hingekriegt. Hier ist es auf einem Level. Hier kommt dann diese Kante. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich habe es zweimal versucht. Ich bin immer aufs gleiche Ergebnis gekommen. Wie ist denn eure Erfahrung mit dem Set? Ich meine, es sieht geil aus. Ich mag das alles, aber ich habe es nicht besser hingekriegt als das. Das ist der Henschel Personenwagen. Wo habe ich denn die Lok hin? Ich weiß nicht, wo ich die Lok hin habe. Das war der Rheingoldwagen. Ich habe die Lok verloren. Also, das ist auf jeden Fall aus dieser Henschel-Serie. Henschel Wegmann, könnt ihr einfach mal eingeben. Ich verlinke es euch aber unten drunter und dann habt ihr die Lok. Ich finde, sie sieht cool aus. Das sind 30er Jahre Stromlinien, förmig verkleidete Dampflok. Finde ich rattenscharf. Alles hier mit dem Flat Silver und so. Ich finde, das sieht farblich sehr gelungen aus. Alles wunderbar. Hier war auch der Teilefehler drin. Seht ihr, dass der mehr glänzt? Ich weiß nicht, ob ihr seht. Der glänzt ein bisschen mehr als der Rest drumherum. Das war der Teilefehler, den ich hatte. Ich mag die Verkleidungen hier. Ich finde, das sieht scharf aus. Ist alles gut.
Es ist auch gar nicht instabil in irgendeiner Form. Aber ich habe es nicht besser hingekriegt als so. Ach so, habe ich gar nicht erwähnt. Das sind alles Bluebrick Specials. Das heißt, es gibt keine gedruckte Anleitung. Ihr baut nach PDF. Weiß nicht, ist eh klar, oder? Den meisten. Ich sag's trotzdem nochmal für die, denen es nicht klar sein sollte. Das ist auf jeden Fall die Geschichte. So, und die können wir hier wieder aufsetzen. Das Ding hat ein ernsthaftes Gewicht. Das ist eine massive Lok. So, jetzt kriegen wir das hier hin, dass ich hier umschalten kann. Und können wir das hier dann wegfahren? Ja, sehr schön. Okay, da war doch noch nicht alles richtig um die Kurve. Wollte noch nicht so richtig. Irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, das Ding sauber aufzusetzen, habe ich das Gefühl. So, sitzt wieder da, hat es mir, glaube ich, verziehen. Jetzt haben wir dazu, ich weiß, das ist eine Lokparty, aber ich habe ein paar Wagen gebaut. Und, oh, der entgleist. Ich habe ein paar Wagen gebaut und ich find die sehr, sehr spannend. Und ich habe euch gedacht, ich muss noch ein bisschen Platz schaffen hier. Hier habe ich die Weiche nicht umgestellt. Die Wagen wollte ich euch zeigen, die finde ich nämlich auch ziemlich klasse. Einen davon habe ich ja mit euch im Stream gebaut. Ah, ich hätte hier mehr Platz gebraucht, um hier umschalten zu können, sehe ich gerade. Aber dann machen wir das so. Es müsste eigentlich gehen, dass ich hier so drüber fahre. Ja, gut, aber ich muss es dann mit der Hand machen. Leider Gottes, das ist ein bisschen unprofessionell. Das ist nur mein Wagen. Oh, habe ich die eigentlich. Habe ich die ausgemessen da hinten? Die ist lang. Den kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ich mag die farblich wirklich alle sehr. Also die gefallen mir sehr gut. Wir sind bei 38 Zentimetern. Also ordentlicher Wagen. Volle Wäsche. Auch wieder keine Türen. Das ist der große Mangel. So, was habe ich hier mit dieser Ecke gemacht? Warum entgleisen mir hier die Fahrzeuge? Was stimmt hier nicht? Oder ist es meine Dusseligkeit, wenn ich die hier drüber ziehe? Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Jetzt guck ich mal. So geht es entlang und jetzt müsste das eigentlich weglenken um die Kurve. Ich mag auch das hier, wie das hier gemacht ist. Das mit diesem Flat Silver unten, dass sich das so rumbiegt. Ich finde, das sieht cool aus. Es gefällt mir wirklich, die gesamte Farbgebung finde ich gut. Das ist der Kollege, der ist hier vorne so schön rund. Da gibt es coole Bilder. Guck mal bei Wikipedia rein, bei Hinschel Wegmann. Die haben da dann so schöne 50er Jahre Sessel so im Kreis dann angeordnet, so Drehsessel und so. Das sieht so richtig nett aus. Kann ich mir vorstellen, was da drin geraucht worden ist damals. 38 cm. Und wenn man den. Packe ich, nehme ich doch mal. Was habe ich hier? Ich habe irgendwas mit dem armen Wagen veranstaltet. So, hier rollt er schön. Okay, diese Weiche ist vielleicht kaputt einfach. Die lässt mir alle Wagen entgleisen. Das ist ja belastend. Hier geht's gut. So, also, die beiden sind zusammen unterwegs und haben eine Party. Und jetzt kommt noch der hier. Fällt euch was auf? Der ist nicht Flat Silver. Der ist Light Blue Gray. Warum? Ist es so gewesen bei dem, dass der Light Blue Gray war? Das ist der super erste Klasse Wagen. Hiermit sieht aus wie Klimaanlagen obendrauf. Ich weiß es nicht. Warum ist der Light Blue Gray und nicht Flat Silver? Ich war echt enttäuscht, als ich den ausgepackt habe. Ich habe die Lok gebaut, die Waggons gebaut, ich habe mich gefreut, alles Flat Silver. Als letztes habe ich den ausgepackt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr euch freut und ihr guckt nicht genau hin, man sieht es auch auf der Webseite, dass er Light Blue Gray ist. Aber ich finde es enttäuschend, wenn er dann da steht. Das fand ich ein bisschen traurig. Und das tausche ich, glaube ich, noch aus. Da kaufe ich mir mal ein Partpack von den Slopes und baue den auf Flat Silver um. Weil das. Vielleicht mag es auch sogar korrekt sein. Ich will gar nichts gesagt haben. Vielleicht ist das genauso richtig. Nur so darf er fahren. Aber ich finde es traurig. Fand ich schade. Und das ist der lange Oschi. Obacht. Das ist auch noch der coolste von den Wagen. Der hat 45 cm. Der rockt richtig. Und dann das. Ja. Weichen überfordern mich. Ich merke gerade, das mit den Weichen, das ist alles für mich viel zu technisch. So, ihr kommt jetzt mal runter. So, jetzt bin ich mal wieder gespannt, wie das hier läuft. Okay, in die Richtung geht es eigentlich ganz gut.
Merke ich. Und jetzt fällt er auch so ganz gut weg. Also ich finde das klasse hier so mit Weichen, mit den drei Gleisen, die hier so nebeneinander laufen. Jetzt ist es doch auch ein echter Bahnhof, oder? Ist es nicht so, dass ein Bahnhof mehrere Gleise braucht? Sonst ist er kein Bahnhof, sondern nur eine Haltestelle. Ihr habt mir so Dinge gesagt, sehr technisch. Und ich hab davon wenig verstanden, aber irgendwas war auf jeden Fall, dass ein Bahnhof nur cool ist, wenn er mehrere Gleise hat. Und ich glaube, der hat doch jetzt mehrere Gleise und damit ist es ein cooler Bahnhof. Ja. Und auch weg mit dir. So, und jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ja gerade auch der Saloon bei mir fertig geworden ist. Habt ihr vielleicht das Video dazu gesehen? Das richtig. Das, ich hoffe, es wird euch amüsiert haben, wenn ihr jetzt dieses Video schaut, weil der Saloon vor diesem Video gepostet wird. Und schaut mal. Tschu-tschu. Tschu-tschu. Ein Westernzug! Ist der großartig? Richtig. Er ist großartig. Moment, ich koppel den hier mal ab voneinander, damit ich den separat bewegen kann. Sekunde, wir machen. Ich nehme es einfach in die Hand. Das Gute ist, das ist eigentlich relativ stabil, das ganze Zeug. Wir können das bewegen. Sogar so einfach mal grobschlächtig rübergehoben. Und genauso auch den Kollegen hier. Ich habe jetzt gedacht, die drei nacheinander über die zwei Weichen zu bringen. Ich bringe alle um. Das ist keine gute Idee. Das ist der Westernzug. Und. Ist er jetzt ganz im Bild? Ja. Ist eine Auer-Werbesendung? So. Ist der cool? Ist der cool? Alles da. Und ihr kauft ihn einzeln. Ihr kauft das, ihr kauft das, ihr kauft das. Obacht. Das ist der Classic, nein. Classic Western Train Caboose. Wie gesagt, alles unten verlinkt. Alles kleine Sets, alles nichts Wildes. Das ist der Passenger Train, genau, Classical Passenger Train und natürlich noch die Lok dazu. Und es gibt dazu auch noch einen Frachtanhänger und so weiter. Und es gibt ja auch die Western Train Station, die zeige ich euch auch. Und da wird auch der Zug nochmal ins Bild rollen. Ich wollte es euch nur zeigen, dass das gibt. Und jetzt Obacht, den müssen wir ausmessen. Denn hier ist was Spezielles dabei. Also erstmal ist dieser wirklich, finde ich, sehr, sehr gelungene Westernzug, 82 cm lang oder 83 mit dem Kuhfänger drin oder Cow Exploder oder wie auch immer ihr das Ding nennen wollt. Das Tolle an dem ist aber, Höhe auch entspannt, 11-12, der ist breit und zwar ungefähr 7 oder 8 cm, je nachdem, was da noch an Schnorchel dran ist. Der läuft auf 8 Noppen. Dementsprechend passt er maßstabsmäßig nicht zu dem, was ich euch gerade zeige. Das tut mir leid an der Stelle. Aber natürlich hat er Platz für Details. Da geht dann auf einmal was. Da geht auch was im Innenraum. Da kann man Dinge tun auf einmal. Und Moment, wir haben das doch eben schon mal gehabt. Fast hätte es geklappt. So, fangen wir doch mal. Ach, ich äumel am. Jetzt wollte ich euch das doch zeigen. Jetzt habe ich es abgerobbt. Ach, ich bin doof. Naja, also. Das wollte ich euch zeigen, da ist nämlich eine Tür drin. Aha, wieso habe ich denn da dran? Da sollte man quer keine Kräfte wirken lassen. Gut, aber dann könnt ihr euch gleich den Innenraum richtig angucken. Also, die Idee ist eigentlich, dass diese Dinger hier mit diesen Stangen hier oben in diesem, hier seht ihr, dass ich da rausgerissen habe, da an den Ecken, ja, da, da und da. Das ist eine schöne, stabile Konstruktion hier oben, großartig. Und das steckt dann hier drin und das ist festgemacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe es wie ein Tier abgerissen. Gut, so bin ich. So, und da habt ihr drin, seht ihr jetzt, dass ihr innen 6 Noppen Breite habt. Und damit kann man halt ernsthaft was bauen. Das ist schön. Und ihr habt auch Platz für richtige Türen vorne und hinten. Ja, coole Türen. Funktioniert wie die 1. Und darauf kann man dann das Dach packen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das wieder halbwegs zusammenkriege. Jetzt so zwischendurch, damit es auch wieder hübsch ist. So. Wieder drin. Also, das ist die Geschichte, aber das Dach wird von den Bars an der Seite gehalten. Also nicht so doof sein wie ich und am Dach versuchen, das hin und her zu bewegen. Schlechte Idee für Anfänger.
So, und unten das, ihr seht, das sind die Metallräder, die halten wie die 1, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und die Räder werden nochmal hier von diesen Aufnahmen sowieso in Position gehalten. Kann also auch nichts passieren, dazu Magnete, der Spaß kennt keine Grenzen. Ich mag es, das ist einer meiner favorisierten kleinen Wägelchen, die wir hier haben. Dann haben wir noch hier drüben einen. Auch wieder mit roter Tür dabei, sehr cool, gefällt mir. Und da drin ist, warte mal, konnte man hier das Dach abnehmen? Ja! Haben wir nochmal die Inneneinrichtung mit Tresor, paar Waffen, Bett, alles dabei. Also die Westernwelt bei Blue Bricks mit den Gebäuden jetzt, die wird rattenscharf. Ich freue mich richtig. Zwei gescheite Türen, alles dabei, was man braucht. Sitzt auch hier wieder unten auf zwei gescheiten, stabilen Drehgestellen. Alles großartig. Funktioniert wie die 1. Und dazu haben wir natürlich dann die Dampflok. Gleiches Konzept wie bei der BR01, aber stabiler, weil es nicht vier Stück sind, die da unten rumlabbeln, sondern hier an der Stelle nur zwei. Und die sind auch nicht miteinander verbunden, sondern jeweils oben in die Lok und damit funktioniert es wesentlich besser. Wir haben hier aber auch einen Mechanismus, der nicht über Magnete läuft, sondern über einen Technik-Pin, der stabil sitzt. So, jetzt haben wir draußen. Und dabei natürlich die Lok massiv entgleisen lassen, wie sich das gehört. So, massiver Block und der hier drin, ohne Probleme wandert das Ding da rein. Hier unten seht ihr die Technik-Bricks, die normalen großen 2x4 Bricks. Die raus, das rein. Und dann ist das eure Antriebseinheit, wie beim Disney-Zug bei Lego. Der auch 8 Noppen breit ist, der passt also dazu, wenn ihr das wollt. Keine Schwierigkeit. Kann ich mal gucken, wenn ich die Western-Sachen vorstelle. Ich habe den Disney-Zug ja noch. Vielleicht packe ich euch den mal mit ins Video, damit ihr so eine Vergleichsidee habt. Und da habt ihr das. Ich finde, es ist ein nettes Züglein, oder? Alles dabei, was man braucht. Hier vorne aus Einzelteilen gebaut. Das ist nicht so wie bei dem Saloon. Hat man ja dieses eine Element als Schädel. Das ist aus Einzelteilen zusammengebastelt. Und da hat man seine kleine Choo-Choo-Lok. Und alle sind happy, oder? Richtig. So, du kommst auch mal hier rüber zu deinen Freunden. Und, um die Sache abzurunden. Ich habe noch sehr viel mehr Loks und vor allem sehr viel mehr Waggons. Da gibt es ja noch mehr. Das ist ja auch die Lokparty Nummer 1. Man soll ja nicht gleich sein ganzes Pulver verschießen. Das geht ja nicht. Ich muss ja auch ein bisschen hier an meinen Gleisen noch arbeiten. Möglicherweise baue ich hier nochmal ein bisschen was um. Vielleicht funktioniert das dann auch mit den Weichen besser. Das sind die Lego-Weichen, die ich hier überall verbaut habe gerade. Ja, ich gucke mal, dass ich vielleicht mit verschiedenen Radien an Kurven hier arbeite. Dann kann ich die Sachen hier so entlang schieben. Ich glaube, das ist besser. Und irgendwas hat diese Weiche hier heute gegen mich. Weil die lässt hier echt alles entgleisen, was ich habe. Ich habe noch was Putziges. Guck mal! Eine Straßenbahn! Eine Straßenbahn! Hui! Und die ist überhaupt kein Problem, denn da unten bewegt sich nichts. Das ist stabil. Das sitzt da einfach nur. Ende Gelände. Und ist hier gekoppelt. Und das ist so eine alte, klassische Straßenbahn. Moment. Falsch. Hier. Classic Tram with Trailer. Sehr, sehr cool. Das ist zweimal das gleiche Vieh, nur mit dem Ding da oben drauf. Erwartet keine Abwechslung beim Bau. Aber ist das Ding cool? Das hat mir richtig Spaß gemacht beim Bau. Das fand ich wirklich nett. Drin sind ein paar Sitze. Warte mal, ich zeig's euch einfach mal. Das kann man doch hier einfach abreißen. Dann klappt das. Und da ist eine Tür. Eine richtige braune Tür. Vorne und hinten. Bisschen Deko dran. Drin sind vier Plätze. Ansonsten kann man noch stehen. Türen kann man natürlich auf und zu machen. Ist ja klar. Hier ist noch so ein bisschen was zum Regeln, ein bisschen Steuereinheiten vorne und hinten. Es ist wirklich simpel, das Ding. Kann man das Dach abnehmen? Nee, kann man am Dach hochheben. Ich finde spitze. Zum Bespielen, wie gesagt, da man das Dach nicht sauber abnehmen kann, nee, das sind alles Noppen. Ist das mäßig? Ich finde, es sieht cool aus. Hier sind aber die Scheiben etwas milchiger als bei den anderen Sets. Verstehe ich nicht. Oder ich habe wirklich mit massiven Batschern da drauf gesetzt, aber es ist an allen Fenstern gleich, deswegen glaube ich nicht, dass es an mir lag. Interessant finde ich, dass das hier Dark Bluish Gray diesmal ist.
Das ist was sehr Seltenes. Normalerweise klassisch ist das ja schwarz oder vielleicht mal rot. Aber hier ein Dark Bluish Gray. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Stabile Konstruktion hier unten. Und ich habe hier hinten die Kupplung abgerupft. Das ist das hier, was eigentlich hier unten einfach nur so drankommt, damit man dann hier ankoppeln kann. Was eigentlich auch, kommt es drunter? Ja, drunter. Dann ist wieder dieser Dreiviertel-Pin draufgesetzt. Alles ist wieder zusammen. Hier die kleinen Stufen noch dran. Und dann fährt man. Obacht ausgemessen. Ein Wägelchen hat 22, also haben wir hier insgesamt eine 4 und ein 44 cm langes Gespann. Komplett, ja, 45 über alles. 45 über alles und wir sind in der Höhe wieder ein Stückchen mehr dabei. Wir sind so bei knapp 12. Jetzt hier mit dem ganzen Geäumel da oben dran sind wir mit Sicherheit bei 15. Und in der Breite sind wir hier auch bei 8 Noppen, also 8, 7 bis 8 cm, je nachdem, was man da noch an Überhang noch mit reinnehmen möchte. Ist das Ding cool? Steige mich nochmal. Cheers. Da habe ich mir gedacht, dazu passen doch eigentlich diese klassischen Modular Buildings von Lego. Diese eigentlich ja immer alten Häuser, die die nehmen. Die haben ja keine modernen. Von Singbau hat jetzt, nee, Mold King hat dieses moderne Ding jetzt am Start. Das muss ich mir auch mal angucken. Aber das passt da doch dazu. So eine San Francisco Häuserreihe und dann fährt da die Straßenbahn entlang. Das sieht doch klasse aus. Mir gefällt die. Ist noch ein bisschen vielleicht altmodischer, als es sein muss, aber... Oder aus dem Shootist, da haben sie doch auch die ersten Straßenbahnen durch den Western fahren lassen. Aber ist ja ein absoluter Spätwestern und vielleicht sowas in die Richtung. Also ich find's klasse. Mir hat das Ding richtig gut gefallen. Jetzt bringt auch der Bahnhof ein bisschen mehr Sinn in die ganze Runde. Wenn dann so ein klassischer Wagen davor geparkt hat, hat so einer, so ein Henschel hat doch mal vor so einem Standard-Bahnhof geparkt, oder? Ja, mit Sicherheit. Das gibt ein rundes Bild. Dazu das hier, ich werde die Westernbahn zum Westernbahnhof stellen. Dann ist es auch auf einmal ein Ensemble, was funktioniert. Und ich freue mich vor allem darüber, dass wir so viele verschiedene Loks am Start haben. Die finde ich wirklich gut hier. Und jetzt müssen wir auch nochmal drüber reden. Was denn mit dem Maßstab? Ich weiß, dass alle bei 6 Noppen sind, weil die alten Systeme alle 6 Noppen hatten. Und die Anlage wird natürlich absurd groß, wenn man auf einmal alles 30% größer baut. Ist mir auch klar. Aber man bekommt natürlich Details ohne Ende rein. Das ist schwierig. Ich verstehe es nicht mit dem Disney-Zug, dass sie den so groß gemacht haben, weil der dann natürlich überhaupt nicht zur restlichen City passt. Aber wenn man sich halt einmal für ein System entscheidet, muss man es auch ein bisschen durchziehen, oder? Jetzt überlege ich mir das auch. Die Classical hier auf 8, das Western-Ding auf 8. Ich hänge da noch ein bisschen fest. Ich habe für beide Seiten Argumenten. Gefühlsmäßig würde ich sagen, wir bleiben bei 6 Noppen, damit es ein System ist, was man durchziehen kann. Aber ob man jemals die mit denen auf einem System fahren lässt, weiß ich ja sowieso nicht, ob das irgendwie irgendeinen Sinn ergibt. Mir hat die aber sehr gefallen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass die in 6 Noppen Breite genauso gut aussieht. Da fehlt das Pummelige dann. Das geht nicht von der Proportion, würde ich sagen. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen. Weil theoretisch ist das dann doch nur so groß wie das hier, oder? Das ist doch dann alles. Also hier so dieser Bereich ist doch dann genau das Ganze. So runtergeschrumpft. Das wäre schon wenig. Glaube ich. Wir gucken mal. Ich schmeiß noch ein bisschen weiter mit meiner Lokparty. Aber ich glaube, ich habe euch jetzt erstmal die wichtigsten Infos gegeben an der Stelle. Ich hoffe, es waren ein paar Loks dabei, die euch gefallen haben. Es folgen weitere, ganz sicher. Ich habe nämlich Spaß, Loks zu bauen. Und ich werde noch ein paar mehr Waggons dazu packen. Vielleicht machen wir dann mal die nächste Lokparty. Das ist dann keine richtige Lokparty mehr, aber die machen wir dann mit Waggons. Dann besorge ich ein paar Loks, die können die alle reinfahren. Und dann hinten dran mal die ganzen Güterwaggons und so. Und vielleicht machen wir da mal hier mit so einer Bekohlungsanlage noch ein bisschen Spaß. Oder ach, da gibt es ganz viel. Wir können eine riesige Anlage bauen mit der Zeit. Und immer mal Ausschnitte davon hole ich in die Lokparty. Was meint ihr? Habt ihr Lust drauf? Wir werden das rausfinden. Und jetzt müssen wir uns noch eine Lok aussuchen, die wir motorisieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da eine Umfrage starte. Das könnte mir ähnlich sehen, damit ich es nicht entscheiden muss. Und da können diejenigen, die sich mit Loks auskennen, vielleicht sagen, probier mal die, das wäre am coolsten. Zum Beispiel die BR01 könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht die Big Boy. Aber die Big Boy motorisieren, das wird bitter. Das Ding ist, ich meine, das, was ich euch gezeigt habe, ist ja nur 2/3. Die hat dann noch hinten dran den Hänger. Schauen wir uns an. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch sehr gut gefallen. Ich wünsche euch ein großartiges Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Habt immer nette Leute um euch und bis bald.